So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls. Nein, Guild Wars 2. In der letzten Folge gab es ein massives technisches Problem, das durch menschliches Die Versagen. scheiß Pilze, Genau, die Pilze sind schuld. Ich habe ein Mikrofonkabel berührt und deswegen war das Video abgerissen worden, die Aufnahme zumindest. Ich bin dann währenddessen rausgegangen, habe dann nichts mehr mitgekriegt von der Story und ich krieg's jetzt erst recht nicht mehr zusammen. Also es ist zu Ende. So, für euch, ich habe die Aufnahme nochmal neu gestartet und werde jetzt die. ich war, kommt ja noch rechtzeitig, obwohl ich glaube, das schafft er nicht mehr. Ich beeile mich jetzt gar nicht. Auch wenn das Ding lange braucht, sie aufzubauen. Arcik und Gladium fühlen sich sehr geehrt, weil sie dem ehrenwerten Paktkommandeur zur Seite stehen dürfen. Der Titel ist nicht mehr ganz aktuell, aber ich weiß die Absicht zu schätzen. Oh, Arcik könnte Balladen über eure Ruhmestaten schreiben. Gladium auch. Arcik stellt euch Gladium vor. Sie ist meine älteste Gefährtin. Arcik kann ihre Bewegung interpretieren. Alles gut. Gladium kann nicht sprechen und Skrid auch nicht besonders gut hören. Die Legionen waren nicht gut zu ihr. Aber Gladium ist genauso stark und intelligent wie der Kommandeur. Ich freue mich, euch beide kennenzulernen. Arcik und Gladium lernen euch auch gern kennen. Seit wann geht das denn? Seit wann kann man das nach oben verschieben? Das ging doch noch nie, oder? Das muss doch neu sein. Willkommen in der Kommandozentrale. Willkommen in City 17. Nö, Zusammenfassung brauchen wir nicht. Ihr müsst das Spiel jetzt kaufen und dann selbst spielen. So, dann könnt ihr die Story selbst herausfinden. So, Rein hat ab und zu keinen Text, deswegen nicht wundern, ihr müsst Pause drücken, um seinen Text zu lesen. Ihr seid wieder zurück. Ich Manchmal. Spreche gewiss für alle Jäger, wenn ich sage, das habt ihr gut gemacht. Soja war mir eine große Hilfe, aber danke. Frode hörte sich an, als sei die Sache sehr dringlich. Dagda ist jetzt wieder auf unserer Seite, aber die Kryptis haben ihre Anstrengungen verdoppelt. Hier, ich zeige es euch. Zeig mal, wo die Risse sind. Ich helfe dann aus, wo ich kann. Das will ich nicht öffnen, danke. Spül mir dann jetzt weiter. Ach, jetzt wieder Risse machen. Oh. Ich möchte jetzt die letzte Folge anläuten. Mach doch. Denn ich habe keine Lust mehr. Erwartet ihr, dass ich euch einfach so vertraue, Peter? Wäre das denn so schlimm? Wir haben das Signalfeuer größtenteils. Wenn ich mir gleich selbst das Fleisch von den Knochen reiße und zum Kryptis werde, dann schon. Die Zauberer. Tut mir leid, aber das Gelaber ist einfach zum falschen Zeitpunkt. Ich könnte den Rest des Textes da lesen. Weiß nicht, irgendwas stimmt doch mit dem Kapitel nicht. Es hat einen ganz anderen Flow gefühlt. Weiß nicht, vielleicht liegt das an der Map. Dass die, weil die Map so zerstückelt ist. Vielleicht fällt das irgendwie ab. Irgendwas. Toll. Das ist gut gemacht, wirklich. Bin sehr begeistert. Ich hab's endlich geschafft, bei einem Riss anzukommen, bevor der kaputt ist. So schön. Erfrischend. Was greift da denn an? Ach, das sind die Pilze, von denen Mario sprach. Sehr interessant. Kann ich mich auch bewegen? Danke. Hab ich gerade 3 Sekunden. Ne, 5 Sekunden lang gestunt. Bin schneller als ein Centaur.
der? Kommandeur? Hört ihr mich? Oh, Squid hofft, dass das funktioniert. Ist das dein Ernst? Seid ihr das? Ist das ein scheiß Ernst? Ja, gut, sehr gut. Archie kennt sich nicht gut aus mit moderner Technik. Dank sei dem prachtvoll glänzigen, dass Frau Ueno euer Gerät auf unsere astrale Frequenz einstellen konnte. Todesschuss. Gladium und ich sind immer noch hinter Lia her. Wir kontaktieren euch, sobald wir ihn gefunden haben. Mir fehlt echt ein Fitzel. Erdschick, ich glaube, das klingt im Englischen anders, oder? Warum schießt du auf mich? Was soll denn das? Wo bist du denn? So weit. Ja, die ganze Ecke runter, ich weiß nicht. Wirbel des Lichts! Voll der am Anfang. Der hält ganz schön aus. Ja. Und ich sehe es immer noch. Ah, jetzt habe ich den Rest gesehen. Oder? Es ist tatsächlich nahezu beim Anfang. So, dann gehen wir doch schnell da rein. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich nicht viel mit dem Story hier anfangen kann. Und zumindest noch nicht. Weil ich überwiegend Singleplayer-Rollenspiele spiele, wie gerade Baldur's Gate oder Cyberpunk und Jedi Survivor. Das sind so die Spiele, die ich bald und in Kürze spiele oder so. Im Moment fühlt sich das Spiel so ein bisschen an wie eine bessere Version von Star Wars The Old Republic. Weil ich hier weiß, was der Charakter macht. Spürt meinen Zorn. Naja, so ganz so schlecht ist es nicht. Aber ich bin ich hoffe, die machen da noch mehr draus. Also im Moment fand ich... Wieso ist hier eine Alpha-Wand? Irgendwie ist hier eine Wand. Reicht das? Ich fand die End of Dragons an sich gerade besser. Noch. Also im Moment ist sie besser. Spürdieb, bin schneller als ein Centaur. So, jetzt habe ich die Erfahrung, jetzt kann ich leveln. Komm, mach. Ah, der Assistor. Mein Aufgang. So, wo taucht es auf? Da. Scharfe Flink, scharfer Verstand. Den Archie gern Mutter hier nennt, weiß leider nie genau, wo seine andere Hälfte ist. Wenn wir beide Hälften haben, kann der Kommandeur Archie und Gladium helfen, ihn wieder dauerhaft zusammenzufügen. Ich war bei dem, wo wir alle zusammen den ersten Riss gemacht haben, da. Das war tatsächlich mein erster, den ich hatte. Achso, du meinst jetzt... Ich dachte, den anderen Balken. Nee, der Balken ist bei mir fast voll. Sind die schon fertig? What the fuck? Ja, die Hälfte jetzt gerade. Ja, ich auch. Nee, ich habe ja zwei Risse oben gemacht und jetzt den hier. Ja, hast du einen mehr.
Erfahrungsbalken für Fortschritt vom von dem Skill, der ist bei mir zur Hälfte gefüllt ungefähr. Bei mir ein Drittel. Stock. Ich hab hier ruckel, einen ruckel, gefunden, ruckel, ruckel, ruckel. Das Spiel so verlangsamt sich gerade extrem. Ah ne, das ist nur ein Elite Verdorbener. Nimmt auch die Befehle gerade nicht an von der Tastatur. Ist auch cool. Ja, das ist auch ein Riss. Ja, aber da kam nur der Elite Verdorbene raus. Mehr kann ich damit nicht machen. Reicht doch. Das System, ey, das ist verletzend. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist genau da an der Stelle, wo ich Schaden. Ah, ich hab den falsch anvisiert. Jetzt ist das Ding weg. Aber ich hab keinen Fortschritt bekommen. Nur Erfahrung bekommen. Bling! Oh, shit. Der da oben. Hier ist ja nichts. Das ist ein Toy. Tja. Jetzt wird das Ding kein Direktbutton. Dieses Herzteil da. Ich habe Lier gefunden und der ist jetzt in Stasis, aber es sieht nicht gut aus. Das Schwedenschlüssel hat ihn für eine tiefgreifende Verderbnis verwundbar gemacht. Ich werde versuchen, sie von ihm zu lösen, aber allein kann ich das nicht. Bitte hilf mir, meinen Freund zu retten. Wirbel des Lichts! Spiel! Jo, dann sterben wir jetzt, ne? Immer noch in die gleiche Richtung. Ja. Oh. Die sind alle im Kämpfen. Ich gehe zu dem südwestlich von uns. Ja, gerade noch gerettet. Ja, nochmal. Das kann man nicht halten. Das waren zu viele Gegner. Wenn dennoch der Boss kommt, den kann ich auch nicht allein besiegen. Also die Risse alleine zu machen. Ja, wir müssen zum Jade-Teil. Da muss irgendwo was sein. Nicht mehr hin. Beim Jade-Tempel müsste irgendwo im Gebiet was sein. Zumindest zeigt das in die Richtung. Tja. Wo war das jetzt? Das ist halt alles umkämpft, das war echt scheiße. Spiel, ich weiß, dass ich das hab. Du musst mich nicht wirklich jedes Mal drauf erinnern. Ich bin kein Guildwars-Anfänger. Weiter unten im Jade-Tempel ist das irgendwie auf jeden Fall so rein optisch. Gut, dann warte ich jetzt, bis hier Leute kommen. Komm ich denn von hier da hoch? Alleine kriege ich den nicht gebacken. Rang 1 geht allein. Wo sehe ich denn den Rang? Da. Das soll Rang 1 sein. Die haben mich fast gekillt. Ich habe hier unten Aufwinde benutzt. Guck dir mal die AEs an, die sie rausschmeißen. Es geht in Richtung von dem großen Teil. War das von dem Meta oder? Nee, von dem Jade-Ding. Da war er, wo man rein musste. Ah, da macht ihre Fähigkeiten nicht. Das ist auch nicht gut. Blöd. Sollte man jetzt nicht die Aufwände nutzen können, nachdem man diesen Generator hat? Nimm doch die Scheiße. Du musst irgendwo den Generator benutzen. Genau. Der Generator, der macht Aufwände. Aber da jetzt zum Beispiel Updraft Generator. Gucken, wenn ich den anklick. Wie machst du den denn? Was macht er dann? Ah ja, Tatsache, ein Riesenaufwind. Aber diese normalen Aufwände kann ich mit der Reittiere nicht benutzen? Nein. Ah, okay. Dafür musst du die Reittier-Schulung da machen, sozusagen. Ach, die können wir jetzt auch machen.
doch auf mit dem AES. Was machst du denn da? Spam die doch nicht einfach. Depp. Hallo. Hallo. Meine Fresse. Ja, das ist mit 30, die Aufwindung nutzen zu können, das wäre geil. Das spammt nur AE. AE, AE, AE. Aber die das halbe lieb. Geil, CC-Effekt hat nicht gewirkt. Ja, ich bin auch gerade auf dem Weg zum, zu diesem Eisgebiet. Kommen wir nach dem Weg, Mark. Genau, so gucken wir mal. Wo soll das jetzt hin? Beeindruckende Kombination. Von da oben. Alles verreck. Ah ja, da wo gerade so ein riesiges rotes Event-Teil ist. Da ja, das ist das Meta-Teil. Was war das denn? Was ist das denn für ein Geräusch? Was denn? Was ganz komische knackt. Achso, ich hab Husten. Das hat wahrscheinlich das Mikro überlastet. Oder? Ich würde zum Arzt gehen, dein Husten klingt nicht gut. Es knackt nicht. Alter, leck das hier. Müssen wir ja nie hin da drunter, oder was? Jesus! Mann, bei diesem Viech ist das ja nicht. Also der eine Riss, der ist gleich zu. Geh weg, du hast nicht geholfen, dir darfst du nicht machen. Ich brauch Fortschritt. Ah, es hat noch nicht mal Fortschritt gegeben, dass ich den Zug. Ja, und hättet ihr da eine Sekunde gewartet, hätte ich mithelfen können. Ja, aber wie gesagt, ich hab bei mir auch keinen Fortschritt gegeben, dass ich da irgendwas getan habe. Also mithelfen, das hätte dir überhaupt nichts gebracht. Scheinbar zählt das nicht, den Rest zu schließen, sondern man muss auch den Boss davor platt machen. Das ist jetzt mal das Event mit, mal gucken, was passiert. Was sind das für Geräusche? Ja, Alter, bin ich auch auf dem Weg. Guck dir mal das Zeug an. Oh Mann. Das Event noch. Ja. Oh, ich will nicht mehr. Alter, unten auf dieser 1, 2, 3 Plattform ist ja so gut wie niemand, der da irgendwas tut. Wird ja nur durch die Gegend geschubst. Was macht ihr verdammten Dinger denn hier? Alter, ohne Einladung seid ihr im Tier nicht willkommen. Kapiert? Ich denn gelandet? Hat euer Nordmeister euch geschickt oder war es jemand? Ist hier so ein Fetter gespawnt? Keine Antwort. Wie lange braucht? Warum habe ich es überhaupt versucht? Ja, und diese Fetten ist ganz, glaube ich, das. Die müssen, glaube ich, alle gleichzeitig kaputt gekloppt werden. Irgendwie so. Das auch noch. Schütze uns! Mach, dass diese Gedächtnisschwinge wieder funktioniert! Okay, der ist nämlich tot. Jetzt fegen sie alle weg. Ach ne, jetzt sollen wir diese Magiedinger einsammeln. Alter, ich krieg das nicht eingesammelt, ich leck hier zu viel. Guckt, sie läuft wieder. Okay, und jetzt ist er. Jetzt wollen die alle drei gleichzeitig. Ich sehe nichts mehr. Mir denkt das einfach irgendwie blöd. Wir verlieren hier am Ende für immer.
noch schärfer. Nicht nachlassen. Nehmen die Irre, müssen die alle gleichzeitig runter. Da mache ich mehr falsch, als ich benutzt bin. Der dritte Boss darf jetzt nicht so schnell gekillt werden. Deswegen gehe ich gerade. Da bin ich gerade keine Hilfe. Ich weiß nämlich nicht, was ich machen soll. Aber ich denke mal, die müssen alle gleichzeitig runter, von daher. Das ist jetzt eigentlich auch nicht mein Hauptziel. Mein Hauptziel ist was anderes. What the fuck, was geht hier ab? Ja, geil. Wenn das Spiel nicht mal so ruckeln würde. Ja. Da ist alles sehr gut. Unerbittlich. Lasst sie Gerechtigkeit spüren. Spürt meinen Zorn. Das, sondern das. Schnell! Ihr müsst sie alle gleichzeitig zu Fall bringen! Das sperrt aber hier verdammt harte Untertorigkeit gerade. Passt auf! Ruft sie zu den meisten Spielern da hinten. Sie konzentrieren sich jetzt auf den Fall. Da oben eigentlich, wie kommen wir da hin? Jetzt haben wir die Chance, ihnen den Rest zu geben. Er ist kaputt. Jetzt ich bin gestorben, Alter. Ah, ich wecke heil, cool. Verderbnis austeilen. Ich hoffe, ich komme durch. Ungültiges Ziel. Auf was ziehe ich denn jetzt? Ah, fuck, meine Heilung. Nur eine weitere Bestieg. Bin schneller als ein Centaur. Wir haben es geschafft. Captain Mastery Point bekommen. Ja. Ihr brummt sowieso schon der Schädel. Ich nicht. Das ah, doch, ich auch. Diesen Unsinn los bin. Also, das war nicht der. Tatsächlich besser. Ich bin oder? Gott sei Dank, jetzt sind sie alle weggebeamt. Das ist Spiel wegen wieder also vielleicht muss das ja nochmal mitmachen, wenn wir es verkacken oder so, damit ich noch einen zweiten Test. Aber irgendwie sowas wie die fetten Truhenbelohnungen oder so gibt's wahrscheinlich. Geh mal weg mit euren Viechern. Rechten Fenster da sozusagen. Stört. Ach, ja. Ah, jetzt kann man das Portal zum. Ich sehe nämlich Zauberturm da nichts. Zauberturm nehmen. Ah. Okay, und das darf man da sogar rein. Ja. Ah, und hier sind deine Truhen. Ich hab keinen Platz. So eine Scheiße hier. Ja, was ist denn der da ganz da hinten? Lässt dich hier schon mal Truhen und du beschwerst. Ja, ich hab keinen Platz. Ist alles voll. Nicht nach. Scheiß Truhen. Das sind die anderen Truhen. Was sind das denn hier? Was ist das? Okay. Tödliche Kombination. Die gefällt mir. Boah, ist das zäh, ey. Noch weiter hoch. Ach, da sind die so. Die kann ich aber nicht aufmachen. Jetzt können wir aber ja noch mit den Leuten irgendwie reden. Ach da. Kann ich die denn aufmachen? Ein Mech-Ingenieur, auch nicht schlecht. Ich hab die ja, boah, nie Master richtig verstanden. Diese Arcan-Truhen. Oh. Nö, also die Truhen krieg ich auf.
Und ich habe hab mal versucht einen zu bauen, aber ich glaube, ich bleib dabei. Ja, ich bin erst an den Skillen. Holoschmied schon. Zeit, echten Schaden anzurichten. Warum springst du mal zu dem Wichser da hinten? Hier ist der Gegner. Ihr macht Witze, oder? Ja, das ist ein bisschen nervig, finde ich. Boah, jetzt habe ich die alle gepult. Anders als wie man das sonst kennt, dass man, wenn man die Truhen aufgemacht hat, diese Symbole entscheidet. Gute Nachrichten, Kommandeur! Gladium hat Lias Fährte gefunden! Also, die Initiative ergreifen. Lia, trefft Squid am Leuchtfeuer der Zeitalter und wir schmieden einen Plan. Man kann doch sterben. Diese Scheiß. Was sind das? Waldläufer. Lächerlich. So. Geil, 450 ja, Meter hören abschließt. Ich kann mit Soja und Marbond quatschen. Ja. In 200 Jahren kann ich mir was Tolles leisten. Okay. Mhm. Okay. Noch so ein Relikt, soll ich die benutzen oder aufheben? Ich heb sie auf. Nicht bereits. Kann man nicht zerstören. Gut. Ich will aufhören. Ich kehre nochmal zur Wache zurück, um da zu reden. Aber dann will ich aufhören. Spiel. Mach mal bitte was an deiner Grafik, die lädt irgendwie lange. Lage ist angespannt. Okay, hier nicht. Ihr etwas mit dem Hainhüter zu tun? Kommandeur, gerade rechtzeitig für Abchecks Schlachtplan. Marbon und Gutalia arbeiten daran, den Turm des Zauberers aufzuschließen. Marbon bittet um die Mithilfe des Kommandeurs. Sobald Marbon und Gutalia einen Schlüssel geschmiedet haben, können wir den Turm des Zauberers betreten. Gestikuliert. Ganz recht, Gladi. Wir glauben, dass sich Bösalier da drin versteckt. Squid weiß nicht, wie er da reingekommen ist. Ueno und ich halten hier inzwischen die Stellung. Aber wir stoßen zu euch, wenn es Zeit ist, den Turm zurückzuerobern. Wie klingt das für euch, Kommandeur? Ich muss noch viel lernen über... naja, all das hier. Aber ich werde an eurer Seite kämpfen. Oh, Erchik fühlt sich geehrt. Ich bereite die Astralwache vor. Ich lasse Marbon wissen, dass wir in Bewegung sind. Hat der Notruf irgendwas bewirkt, Dakta? Habt ihr das mit allem gehört? Nein, was ist denn passiert? Besessen von einem dieser Biester. Hat sich beim Abendessen ein Messer in den Oberschenkel gerammt. Oh, schon tut er das. Wir sind rechtzeitig gekommen, bevor er irgendwem die Kehle durchschneiden konnte. Beinahe hätte er das allerdings getan. Sie mussten ihn vor unserem Eintreffen eine Stunde lang in Schach halten. Ich habe ihn zum Leuchtfeuer der Zeitalter gebracht. Dort sitzt er hinter Schloss und Riegel, bis wir wissen, ob er uns Probleme bereitet. Das ist sicher besser so, damit er sich nicht weiter verletzen kann. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein. Kommandeur, wir könnten eure Fähigkeiten an der Front gebrauchen. Lee und ich warten auf euch. Aha.
Verzeiht, wenn ich frage, aber ich bin noch nie einem Skrit begegnet, der so... klug ist wie Ercik? Oh, nein, Skrit auch nicht. Als Ercik klein war, ist Skrit in eine Falle der Asura geraten. Leuchtend, glitzernd. Sie haben Experimente gemacht und plötzlich kannte Skrit viele neue Wörter für glänzig. Ercik konnte danach nicht mehr wie zuvor mit den anderen herumwuseln. Skrit suchte sich ein neues Zuhause. Gestikuliert. Nämlich hier, bei Gladi. Okay. Muss zugeben, ich höre mich. Ich höre da irgendwie nicht zu. Immer nur, irgendwie nur semi. Alter, was ist das denn für ein Sound? Krass. Ihr seht aus wie ein erfahrener Flieger. Kommt mal rüber. Die müssen die Dinger doch alle schon auswendig kennen, wo die sind, dass sie das so schnell kommen. Bestimmt eine Reihenfolge, ja. Seit wann gibt's das jetzt? Seit ein oder zwei Wochen? Nee, ein bisschen länger. Drei, ne? Drei. Drei Wochen schon? Ja, guck mal, es wäre schon spät. Oh, aber wenn man sich dafür nicht freinimmt und das irgendwie 72 Stunden lang hier nonstop spielt, dann ist man auch kein Guild Wars 2 Spieler. Also dann ist man nur so ein filthy casual, ne? Genau, und mit diesen Worten schließe ich ab. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ciao, ciao.